Eine der vielen Sternsinger-Gruppen in Pirmasens ist die Sternsinger-Gruppe St. Elisabeth. Sie besuchten unter anderem die Husterhöhschule und die Kindergaststätte St. Elisabeth. Hier begrüßen sie die Kita-Kinder mit einem Lied. Und die Kinder waren gut über die heiligen drei Könige informiert. Die heiligen Könige sind aus dem Bethlehem hier gekommen, aus Bethlehem hier da gewesen beim Jesuskind. Und das Jesuskind, die heiligen Könige haben ein Geschenk für das Jesuskind gebracht. Und auch an der Krippe bewiesen die Kinder ihr Wissen. Die sind verschiedene. Der Balthasar hat ein grünes und der Melchior hat eine rote Krone und der Kaspar sieht rot aus. Doch nicht nur in Kindergärten sind die Sternsinger gerne gesehen. Ich habe es auch erlebt, dass im Krankenhaus, wir sind den ganzen Montagnachmittag durch alle Stationen, durch alle Zimmer im Krankenhaus gegangen, ganz viele Menschen sehr gerührt waren in dieser Situation, in der sie waren, da den Segen Gottes gesungen zu bekommen. Im Altersheim waren Menschen gestern, die ganz gerührt waren, die sich die Tränen aus den Augenwinkeln gewischt haben, als dann die Sternsinger gekommen sind. Nachdem die Sternsinger in der Kita St. Elisabeth Geld für einen guten Zweck gesammelt hatten, sangen sie ein Segenslied. Wir bitten dich, segne nun dieses Haus und alle, die gehen ein und aus. Verleihe ihnen zu dieser Zeit Frohsinn, Frieden und Einigkeit. Danach befestigten sie den Segen über der Tür. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr.